So, wie viele Nuggets haben wir? 10. Raus. Raus. Jeder Nugget zählt. Mitkommen. Oh, bist du langsam. Raus. Ummodeln. Und rein da. So, fluid, komisches Ding. Komm schon, aktualisier dich. So, fluid, komisches Ding. Bauen. Questbuch. Ich hasse das Questbuch. Ein Liquid Crafter und ein Cyclic Assembler. Die Cyclic Assembler, den brauchen wir sogar. Liquid Crafter, keine Ahnung. Das wird alles wieder Eisen brauchen. Das ist sehr frustrierend. Okay, wir hauen jetzt den Crafting-Dingens hier einfach irgendwo daneben. Klick. Wow. Du siehst nicht gerade gesund aus. Kann man nicht drehen? Ah, ja, kann man. Okay. Was genau machst du jetzt? Fluid Storage Monitor. Achso, ich muss jetzt mit einer Flüssigkeit draufklicken. Ja, tut mir leid, das kann ich nicht. Ich musste meine letzten Buckets verwenden. Ich musste meinen vorletzten Bucket verwenden, um dich zu bauen. So, so viel Lava haben wir im System. Was nicht ganz richtig ist. Also ja doch, so viel haben wir im System, aber wir haben Zugriff zu mehr, weil sobald das leer ist, rutscht das nach. Das wird mit den Importern besser laufen, viel besser laufen. Und ich sollte nochmal von Hand nachlegen. Einmal hier. Einmal da. Was ist das gewesen? Egal. Lava sieht noch okay aus. Könnte für eine Weile reichen. Und ich jetzt mache erstmal Schluss für heute. Also, ne? Bedenken von... Warum bist du aus? Okay, ich mache nicht Schluss für heute. Ich nehme den Trusty Lava Bucket. Ich nehme einfach das Ding hier mit. So. Trusty Lava Bucket. Komm mit. Da. 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 So. Gut, füllt sich wieder. Also, das Ding von Hand befüllen. Warten, bis wir ganz viel Eisen bekommen. Mit dem Eisen dann diese komischen Dinger bauen. Liquid Crafter. Guck mal, was der so braucht. Crafter. Liquid Crafter braucht... Oh! Haben wir? Buch. Ah, können wir herstellen, okay. Machine Frame können wir herstellen. Portable Tank haben wir, können wir herstellen. Das sieht gut aus. Das testen wir nochmal. Buck. Buck. Das brauchen wir nicht für einen Buck. Blank Pattern. Rein da. Rein. Ist das System voll? Na. Gehen wir dann wieder was rausziehen. Ziehen wir ein bisschen Koppel raus. Dann nehmen wir ein Barrel. Da. Wieder ein Provisorium für später. Du, voll machen bitte. Koppel, 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 koppel. Voll machen bitte. So. Glas rein, Glas. Es passt nichts mehr ins System. Achso, verschiedene Ressourcen wahrscheinlich wieder. Du kannst raus, du kannst raus. Gold Nuggets können raus. Ghostwood Saplings können raus. Creeper Trophies können geschickt verteilt werden. So. Wieder Platz. Okay. Du kannst zurück. Was wollte ich jetzt eigentlich? Genau, die Dinger wollte ich da reinschmeißen. Und dann wollte ich ein Buch bauen. Bis auf 2. Wir haben kein Papier. Okay. Kann ich mir arbeiten? Haben wir Papier. 1, 2. Okay. Flui, irgendwas war das. Nee, Liqui, irgendwas. Können die sich echt nicht mal absprechen? Liqui. Liqui Crafter da.
So, was brauchst du jetzt noch? Du brauchst Portable Tanks und Crafting Table. Crafting Table ist kein Ding. Crafting Table ist gebaut. Portable Tank. Eins. Ich kann es ja nicht reintun. Okay, dann so. So. Herstellen. Tank, Tank. Bam. Liquid Crafter. Weg mit dir. Ich musste dich nur bauen, ich musste dich nicht benutzen. Cyclic Assembler, der sieht eher metallisch aus. Cyclic. Ja, aber andere Metalle. Sehr schön. Cyclic. Ah, da ist er. Das Ding ist ein Autocrafter. Da legt man meinetwegen eine Planke rein und kriegt dann die Sticks raus. Wir werden es wahrscheinlich für etwas interessantere Crafting-Rezepte benutzen, aber das kann er theoretisch. So, was fehlt dir? Tin Gear. Eins, zwei. Da. Weg mit dir. Gib mir. Ja, sehr schön. Reaktor-Gasing. Gib mir Reaktor-Gasing. Und wir haben alles bekommen. Du bist ein richtiges Herz? Ja, her damit. So, Fluid Import Bus, Fluid Export Bus. Hau weg das doofe Ding hier. Weg. Weg. Zerstören. Töten. Du exportest Lava. Du importest Lava. Was? Warum nur? Always active. Achso, Geschwindigkeit müssen wir einstellen. 0 Mikrobucket. Warum klappt das nie so? Always active Lava Bucket. 30 AE. Nee, da ist irgendwas ganz schief gelaufen. Fluid? Fluid Import Bus. Fluid Export Bus. Das heißt, er saugt es oben raus, schiebt es unten wieder rein, aber unten ist voll. Komm schon! Was soll der Murks? Ah, wir haben den Chip noch nicht reingetan. Okay. Chip, rein da. Bam! Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und leer. Ja. Okay, ganz langsame Einstellung, ist alles gut. 37 Buckets. Okay. Endlich. Endlich. Fluid Export Bus. Ich brauche den Bucket wieder. Bucket ist... Oh. So. Man kann hier übrigens auch die Buckets einfach reintun, dann werden sie gefüllt mit der Flüssigkeit, die man gerne hätte. Was recht praktisch ist. So, eine Bucket. Dann hätte ich gerne hier einen Fluid Export Bus. Mit Lava. Und das Ding wird jetzt durchgehend gefüllt. Jiha. Weg mit dir. Mitkommen. Nie wieder von Hand dumme Dynamos befüllen. Jedenfalls nicht hier. Was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen hier noch einen Importer, damit wir nicht immer wieder von Hand die Sachen abholen müssen. Aber es ist ein Licht am Ende des Tunnels. Des materialfressenden Tunnels. Und mit dir beschäftigen wir uns auch bald. Was machen wir jetzt mit den ganzen anderen Fluidingern? Die Dinger könnten wir damit jetzt auch befüllen. Aber ich denke, wir werden nicht genug ME-Kabel haben. Ja, muss ich dann gucken. Also auf jeden Fall schon mal sehr schön, dass wir jetzt Lava im System haben. Theoretisch bräuchten wir auch noch mal Wasser im System. Aber nur sehr begrenzt. Ich will nicht das ganze System gleich voll haben mit Wasser. Weil auf den Chip passen jetzt wie viel? Ah doch, passt doch ein bisschen was. Passt eine ganze Menge sogar. Ja, goodie. Trotzdem nicht Lava unbegrenzt reinpumpen, das wäre bestimmt gefährlich. Den Storage Bus behalten wir es im Inventar. Die nächste Priorität, ziemlich hohe Priorität, wäre Eisen. Oh,
Es war eine richtig gute Verbesserung mit den drei extra. Aber die richtig hohe Priorität ist eigentlich mehr Chips. Also hier, ne? Man sieht ja schon, dass da doch einiges im Argen ist. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen Eisen sammeln, was ja gut aussieht, dass mehr hergestellt wird. Und dann bauen wir die nächsthöheren Chips und hauen die da einfach mit rein. Ja, ich denke, das war es erstmal für heute. Aber zweimal gehabt, dass ein Ingot nur fehlte und dann das doofe, gemeine Questbuch, das immer neue Sachen hinterher wirft. Aber was jetzt auch recht viel freigeschaltet hat. Wobei das alle Sachen sind, die nicht so schnell gehen. Zum Beispiel 100.000 Buckets flüssige Bienen. Das geht nicht schnell. 160.000 Buckets Seed Oil. Geht auch nicht gerade schnell. Mob Essence. Milch. Sehr, sehr viel Milch. Das ist schon mal garstig. Honig. Das sind alles Sachen, die man nicht schnell machen kann. Das heißt, Go with the Flow können wir erstmal abhaken. Wir könnten... Was haben wir hier? For the Hoarding. Ja, das sind auch alles so eine Sammeldinger. Holz, 100.000. Das ist sogar fast machbar. Digital Storage. Das wäre der nächste Schritt mit dem E-System. Aber wir können nicht den nächsten Schritt machen, bevor wir den ersten nicht zu Ende gegangen sind. Also alle Maschinen angeschlossen, was noch eine ganze Weile dauern wird. Damit könnten wir später wirklich selber Sachen vom ME-System herstellen lassen. Also wir sagen, wir hätten gerne Invar-Axt und dann bastelt er für uns eine Invar-Axt zusammen, ohne dass wir irgendwas drücken müssen. Was recht schick ist später. Zauberei will ich noch nicht. Ich wollte mich erstmal um die Technik-Sachen kümmern. Kochen. Da fehlt die Milch, dafür fehlt die Kuh. Dafür fehlen die Spawn-Plattformen. Was hatte ich mir zu den Spawn-Plattformen eigentlich gedacht? Das ist eine echt gute Frage. Also für die Bienen hatten wir hier so Mini-Biome, wo theoretisch die Bienen überleben könnten. Das heißt, wir könnten hier theoretisch auch einfach Gras hinhauen und hoffen, dass genau in diesem kleinen Fleckchen dann was spawnt. Oder wir expandieren einfach. Wir machen einfach so einen langen Dirtweg mitten in die Pampa und hoffen das Beste, dass wir irgendwo ein ordentliches Biom treffen. Muss ich mir noch überlegen. Wobei die Kochquests für mich jetzt auch nicht so interessant sind. Wir haben jetzt gerade zur Zeit... Wie viel Leben haben wir? Wieso kann ich das jetzt hier angucken? So, wir haben 7 Leben. Das sollte auf jeden Fall reichen. Also selbst wenn ich mal Ausschusseligkeit irgendwo runterfall oder... wieder so ein Todessturmbau wie hier, da werden wir nicht 7 Leben auf einmal verlieren. Also ist da kein Druck. Das heißt, ich kann mich ruhig lieber erstmal um die Sachen kümmern, die mir wichtiger sind, wie das im E-System halt. Auch wenn es eine gute Ablenkung wäre. Aber kochen, warte mal. Braucht kein Eisen, richtig? Die Milch könnten wir schon zusammenkriegen durch das erhoffte Goosebone. Dafür kriegen wir eine Stormbox und ein Leben. Das sieht schon wieder nach Metall aus. Und dann müssten wir einfach nur ganz, ganz viele Pflanzen anbauen. Wofür wir erstmal die Farm ausgebaut haben müssten. Wofür wir erstmal den Harvester bräuchten. Und dann bräuchten wir eigentlich auch etwas abgefahrenere Farmen. Also nicht einfach nur Weizen, sondern wirklich ein Viertel des Feldes Tomaten, ein anderes Viertel Sellerie. Damit wir die ganzen höheren Kochrezepte auch machen können. Naja. Nicht so wirklich motiviert dazu. Bienen. Was sprach gegen Bienen? Wir hatten die Farm hier primär auch deswegen gebaut, ne? Dass wir die ganzen Samen zusammenkriegen. Also Harvester klingt nicht schlecht. Also wenn wir in den nächsten Folgen Eisenmangel haben, was ziemlich sicher ist, und wir eigentlich nur die ganze Zeit auf das ME-System starren, dass neues Eisen reinkommt, den können wir zwischendurch hier die ganzen Felder leer machen, um Samen zu bekommen. Wir könnten allgemein nochmal einen Squeezer bauen, um aus dem ganzen Samen schon mal Öl herzustellen. Und dann den Harvester, um das Ganze automatisch abzubauen. Ja, das klingt echt gut. Und dann können wir die ersten Bienenkörbe machen, die ersten Bienen züchten. Und das Ganze zu erklären dauert schon mal eine Weile. Und in der Zeit bekommen wir wieder mehr Eisen, um dann später in einem Schwung wieder mehr ME-Sachen zu bauen. Ja, das klingt nicht schlecht. Mal gucken, ob Zukunfts-Gerogon sich dran hält. Also bis gleich.